Ich begrüße euch zu einer weiteren Indie-Ecke heute mit Tohu Lunar Nights, ein Spiel, welches vor 2-3 Tagen erschienen ist auf Steam, welches total an mir vorbeigegangen ist, denn es scheint nämlich ein echt nettes Metroidvania zu sein. Wir spielen die gute Sakuya, eine Frau oder vielleicht auch ein Mädchen, ich weiß nicht, es kommt aus Japan, das Spiel, soweit ich weiß, oder aus Korea, da sind wir wahrscheinlich ein 12-jähriges Mädchen, was wir hier spielen, vollkommen egal. Ich habe mal ganz kurz reingeschaut wegen den Einstellungen und ich würde sagen, wir starten jetzt ein komplett neues Spiel und freuen uns darauf, denn das ist echt ein stylisches Spiel. Das war so lange im Early Access, aber dennoch ist das total an mir vorbeigegangen. Das Spiel kann man spielen auf, wie ihr seht, Englisch, Koreanisch, Chinesisch und Japanisch. Ich habe überlegt, na, was nimmst du? Aber komm, nimmst du Englisch. Ich werde das jetzt nicht alles übersetzen, auch nicht alles vorlesen. Sakuya, ob wir bereit sind? Ja, sind wir, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Also zumindest so halbwegs. Das Ganze kostet 11,99 € im Moment bei Steam. Noch bis zum 5. März, glaube ich, danach kostet es dann den Regelpreis von 14,99 €. So, und da sind wir auch schon. Ja, wir scheinen ein bisschen kaputt zu sein, ja. Ein bisschen schlapp sind wir. Das macht aber nichts. Wir werden jetzt erstmal so ein bisschen in die Welt eingeführt. Wer auch immer da mit uns spricht, keine Ahnung. Ich glaube, das ist die Lady Remilia, genau. Die hat irgendein Spiel mit uns vor. Ja, hast du Lust, ein Spiel zu spielen? Ich weiß nicht so genau. Wir müssen wohl. Aber, ich weiß gar nicht, was Gensokyo ist. Wahrscheinlich die Spielwelt, in der das spielen soll. Oder Gensokyo ist irgendein japanischer Begriff, mit dem ich nichts anfangen kann. Das kann natürlich auch sein. Ja, ja, genau so. Das Wetter ist auch so hier. Ja, Gensokyo, kein Problem. Genau. Wir sollen uns auf den Weg machen zu Lady Remilia. Und natürlich, unsere Kräfte sind wir nicht im Vollbesitz, keine Special-Kräfte. Die müssen wir uns erst dazu verdienen. Genau. Das ist ein typisch japanisches Spiel, wo man erst einmal eine Dreiviertelstunde reden muss und dann erst anfangen kann zu spielen. Nein, wir können jetzt sofort ins Spiel reingehen und dann geht's auch schon los. Die Musik ist ganz nett gemacht, Grafikstil, ja, das sieht auch ganz nett aus. Wir können... Ach, schauen wir uns erstmal das Tutorial an. How to play number one, genau, mit X können wir angreifen. Das muss ich übrigens umstellen, da war Angriff auf A, beziehungsweise auf X, wenn man es mit dem PlayStation-Controller spielt. Ich spiele jetzt gerade mit dem Xbox 360-Controller. Da war Angreifen auf A und Springen auf B. Das geht gar nicht, das muss ich andersrum einstellen, weil ich bin das gewohnt, mit A zu springen und mit X anzugreifen, den normalen Angriff. Genau, wir können in der Luft gleiten und unsere Angriffe kosten MP, die wir da oben sehen, haben wir im Moment 98 von. Dann gedrückt halten, okay, MP recovered. Wenn wir angreifen, dann verbrauchen wir halt MP. Genau, indem wir im Moment so interessante Messer werfen. Gehen wir ganz kurz ins Menü rein. Da sehen wir noch nicht viel. Die Karte ganz links, da wo es am Blinken ist, Level 1. Vermisst so ein bisschen das Inventar an sich, aber wahrscheinlich liegt das daran, dass wir noch gar nichts haben. So von wegen andere Waffen einstellen und andere Fähigkeiten und sowas. Aber kein Problem. So, was erzählst du mir jetzt? Genau, wir können X festhalten. Dann machen wir diese Schneckenzeit. Können wir einschalten für 3 Sekunden. Snail Time. Müssen wir das nämlich genau timen hier, um hier durchzukommen. Ist nämlich gar nicht so einfach. Ja, habe ich vorhin beim ersten Mal auch mehr gedacht. Ist ja toll. Scheiterst du schon. Hier direkt am ersten Gegner. Oder, ja, ein Gegner. Eine Drehtür, genau. Was war das denn? Ich glaube, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Werden wir bestimmt wieder sehen. Oh, das ist ja cool. Moment, wenn wir über das Wasser gleiten, dann macht das Wasser so Wellenbewegung. Guck doch mal genau hin. Boah, ist ja super. Okay, weiter geht's. Ja, die ersten Gegner im Spiel, habe ich mir vorhin auch gedacht. Ganz toll. Muss ich gegen Katzen kämpfen. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. So einen doofen Fisch. Die Gegner haben noch keinen Namen. Wahrscheinlich müssen wir da auch irgendwie wieder ein Upgrade für finden. Damit uns das freigeschaltet wird. Macht das wieder ganz toll, hier in die Gegner reinzurennen. So, und der nächste Charakter, den wir kennenlernen, Hidea nu Akku. Also Hidea hat keinen Akku mehr. Das ist natürlich schlecht, deswegen sitzt sie auch am Tisch und schreibt von Hand. Nein, jetzt lernen wir erstmal, wie wir das Spiel speichern. Das machen wir nämlich über die Telefonzelle. Naja, die kommt von Remilia, das mag schon sein. Also, wenn wir so eine Telefonzelle sehen im Spiel, können wir dort speichern. Allerdings weiß Sakuya gar nicht, was eine Telefonzelle ist. Gut, das weiß heute auch kein 12-Jähriger mehr. Gibt's ja nicht mehr. So, ja, probieren wir mal ganz mal aus. Hallo? Ja, genau. Ihr sitzt 2 Meter auseinander, da kann man dann schon mal miteinander telefonieren. Das machen dann wiederum 12-Jährige heute, die sitzen nebeneinander und texten sich per WhatsApp.
oder Snapchat oder wie der ganze Müll heißt, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, hier können wir speichern. So. Dann wollen wir nochmal ins Spiel rein. Bis hierhin habe ich gespielt, in meinem angespielt. Muss schon sagen, dass das Gegnerdesign doch sehr extravagant ist bisher. Also was jetzt passiert ist, Neuland. Ich kann auch nach oben schießen, das ist ganz praktisch. Können wir auch zur schräg nach oben schießen? Weiß ich jetzt gar nicht, habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Okay, gucken wir nochmal auf die Karte. Alles klar. Nanu, was ist denn hier? Okay. Das ist Nitori. Okay, Nitori, hallo. Testflug war ein Erfolg. Du bist Nitori, richtig? Was ist denn das für ein Gerät? Das? Das ist der Roboter, den ich gemacht habe. Hä? Ja, wie auch immer, Mensch. Was machst du hier? Ja, ja, ja. Auch sie wird von Lady Remalia geschickt. Keine, oder wie heißt sie nochmal? Ist ja auch egal. Ich habe meine Gründe, hier zu sein. Was ist mit dir? Testo, genau, um Geschäfte zu machen. Geschäfte? Ja, Geschäfte. Zum Beispiel, was denkst du über diese Uhr? Ja, sieht sehr kostbar aus. Ja, ich habe schon eine. Brauch keine. Du solltest sie nehmen. Du kannst deine Kräfte im Moment nicht benutzen, oder? Woher weißt du das? Wenn du das hier benutzt, dann kannst du nämlich die Zeit anhalten. Starke Magie und so weiter und so fort. Meine Kräfte kontrollieren? Jetzt für den ersten Augenblick überlasse ich dir das umsonst. Und ich habe ein gutes Gefühl, dass du das benutzen kannst. Wenn es umsonst ist, genau. Y, um die Zeit zu stoppen. Y, um die Zeit zu stoppen. Okay. You got an eternal clock. You can now stop time whenever you want. Okay, Zeit manipulieren. Oh, schon wieder so ein bisschen was wie Timespinner, erinnert mich. Achso, normalerweise kann sie das von Hause aus und jetzt braucht sie eine Uhr dafür. Wie schrecklich. Okay, wo... Da oben läuft die Zeit runter. Je mehr ich mich bewege, desto weniger kann ich das nutzen. Okay. Das sieht mal ganz nett aus. Kann ich nochmal mit dir reden? Sorry. Kann ich hier raus? Nein. Das ist aber ein mächtiger Timestop, oder? Das kommt mir jetzt doch vor wie... Eine mächtig lange Zeit. Naja, okay. Von mir aus. Oh, ein Kohleautomat. Super. Hat mich das jetzt irgendwas gekostet? Glaube nicht. Ah, so lecker. HP und MP wieder voll aufgefüllt. Sehr schön. Und das wird sogar auf den Karten markiert. Okay, diese Nitori scheint sowas wie eine Händlerin zu sein. Und hier an diesen Cola-Automaten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich auf Cola komme. Also irgendwie, wie ich da auf diesen Gedanken komme hier. Bei so einem Automaten. Keine Ahnung. Kann ja auch alles Mögliche sonst sein. So. Was ich gerade gesehen habe im Menü. Diese ganzen Edelsteine, die wir einsammeln. Das dürfte wie Gold sein, oder? Jetzt schauen wir mal, wir sind Level 2. Erfahrungspunkte haben wir 36 und beim nächsten... Oder für den nächsten Level brauchen wir 39 Erfahrungspunkte. Okay. Haben wir mal irgendwo einen Gegner hier? Genau. Einer von euch beiden. Jetzt sind wir bei 38. Und da haben wir schon das Level up. Okay, ich wollte jetzt mal gucken, wie viele Erfahrungspunkte die uns bringen. Weil man steigt hier recht schnell auf im Level, oder? Find schon irgendwie. Okay, hier kommen wir wahrscheinlich noch nicht durch. Nein, keine Möglichkeit zu sliden. Ach ja, ihr respawnt ja. Die komischen Koala-Bären. Ja, okay, das wird wahrscheinlich mit dem Timestop funktionieren. Oder mit dieser Snail Time. Da muss man unterscheiden zwischen Snail Time und Time Stop. Wir wollten mal gucken, ob hier unten noch irgendwas ist. Hier scheinen wir in den nächsten Bereich zu kommen. Ja, oder auch nicht.
dann bleibt uns ja nur die Möglichkeit, hier weiterzugehen. Vergesst mal, dass die Gegner respawnen. Ja, ist das erste Mal, dass ich Metroidvania spiele. Tut mir leid. So. Und wieder ein paar Katzen töten. Das ist, gefällt mir gar nicht. Oh, meine MP. Ja. Okay. Habe ich nicht dran gedacht. Hilfe! So. Das ist echt doof. Wenn man die Waffe nicht werfen kann. Echt doof. Hier komme ich noch nicht hoch, ne? Die macht sogar Staub auf dem Boden weg. Mit ihrem Flug. Super. Geheimgang? Ja, natürlich. Das wusste ich echt nicht. Aber wenn man so das eine oder andere Metroidvania schon gespielt hat, liebe Leute, man weiß manchmal, wo ein Geheimgang ist. Plus 10. Sehr schön. Dann hätte das jetzt auch aufgeladen werden können, die MP. Also wirklich. Schweinerei. Was bedeutet denn dieses Grace? Ist Grace unsere Erfahrungspunkte? Kann mir gar nicht vorstellen. Hm. Was seid ihr denn für Viecher? Okay, eine Badewanne hier. Okay, wenn ich die Zeit anhalte, dann wird das Wasser fester und ich kann drüber laufen. Sollte trotzdem aufpassen. Das ist doof, wenn man keine MP hat. Oh, okay, man kann sogar bei Time Stop die Waffen, habt ihr das gerade gesehen? Das machen wir nochmal. Zu Demonstrationszwecken. Und dann los. Hui! Da stecken sie dann oben in der Wand fest. Okay, alles klar, was willst du von mir? Nein! Jetzt muss ich doch mal gucken. Jetzt muss ich mal gucken. Ich schieße mal hier die Waffen in die Wand rein. Und wenn ich die, kann ich jetzt einsammeln? Kriege ich das dann als MP zurück? Tatsächlich. Okay. Wie spiele ich Nummer 4? Wo war denn Nummer 3? Aha. Take him in time, so you time instead of MP. Okay, also wenn man die Zeit angehalten hat, dann kostet der Angriff Zeit und keine MP. Ja, und je mehr man sich bewegt, desto mehr Zeit kostet das. Das hatten wir aber schon. Oder das habe ich schon bemerkt. Okay. Ah, jetzt sind wir hier von der anderen Seite. Okay. Gib mir meine Messer. Oder hat dieses Grace damit zu tun, wenn man Gegner berührt? Naja, kriegen wir vielleicht noch erklärt. Oder auch nicht. Komische Koala-Bären. Koala-Bären-Enten-Gesichter. Bin mir nicht so sicher. Wo bin ich denn jetzt hier? Und gleich wieder am Anfang, nur eine Etage tiefer. Wenn ich die Lampen hier sehe, ja, diese komischen Laternen, dann habe ich auch immer das Bedürfnis, die zu zerstören. Weiß gar nicht, woher das kommt. Oh, Kohleautomat. Sehr gut. Was ist mit den Abfalleimer hier? Hä? Ist jetzt kein Geheimgang? Hätte ich aber schwören können. Naja, okay, weiter geht's. Erstmal da oben den Gang entlang gehen. Wenn ich an diesen komischen Ort vorbeikomme. Nanu? Warp Zone. Ah ja. Okay, dann ist das einfach nur ein Teleporter. Okay, das ist klar, dass ich ihn noch nicht benutzen kann. Warp Zones muss man erst freischalten. Auch das ist Standard Metroidvania-Kost.
Ja, ich kann schon ein bisschen mehr einstecken. Ja, genau das wollte ich nämlich ausprobieren. Da kommt man nämlich da auch nicht durch. Ist logisch. Wenn das Wasser dann zu... Ja, zu was wird das Wasser denn? Zu Eis ja wohl nicht, oder? Was mache ich hiermit? Okay. Okay, kein Problem. Hier auf den Rückweg hätte ich genau dasselbe. Alles klar. Oh, wer bist du denn? Ah! Ah! Mistvieh. Oh nein. So. Ich möchte unbedingt wissen, wie die Gegner heißen. Was die sich da für Namen ausgedacht haben. Ich will da keinen Geheimgang. Hätte ich jetzt auch schwören können, dass da einer ist. Der lebt doch. Warum sind das nur noch Statuen hier? Mal wieder hochkommen. Kann ich Notizen machen? Nein, kann ich nicht auf der Karte. Und das kann ich doch nie im Leben merken. Aber da habe ich doch jetzt keine Chance hochzukommen, oder? Ich hätte irgendwie auf den Gegner draufspringen müssen. Ich gehe nochmal raus und nochmal rein. Die kann man gar nicht berühren. Ja, okay. Leider keine zusätzliche Health for me. Ah, okay, da kommen dann diese komischen Orbs raus. Ich verstehe, ich verstehe. Dass man nicht schräg nach oben schießen kann, das ist ein bisschen... Naja. Ja, liegt vielleicht an der Waffe, das kann natürlich sein. Ich habe mir auf andere Waffen bekommen. Ich meine, ich bin ja ein Fan von Schwertern, ne? Das wisst ihr ja mittlerweile. Messer sind auch nicht schlecht. Aber wenn ich ein Schwert haben kann... Oh, ein Telefon. Gedacht, wir reden jetzt wieder mit ihr. Oh, nochmal ein Schwätzchen halten. Alles klar und so, ja, hier unten in den Katakomben, alles gut. Schieße in die falsche Richtung, aber das macht nichts. So. Dann muss ich wieder das, ne, hier rum und dann hochspringen und dann Timestop an und dann rüber. Alles klar. Oder was zum Sliden? Kommt trotzdem hier hoch? Ja. Können wir wieder einen Kohleautomaten gebrauchen? You got sliding knife. You can now use nach unten und jump to slide. Okay. Achso, und dann hat sie so ein Messer. Ah, an Füße, alles klar. Verstehe das System. Das war ganz am Anfang, wo wir durchsliden konnten, ne? In so einem komischen Raum. Oben, aber hier muss ich den ganzen Weg zurücklatschen. Das wäre natürlich ein Controller nicht schlecht. Controller. Nein! Warp-Punkt, meine ich. Verdammt. Geh mir aus dem Weg. Gib mir meine Messer. Wo war der Kohleautomat nochmal?
Ganz da hinten. Ja, toll. Hier habe ich schon nachgeguckt, da kommst du da oben nicht. Was war das nochmal? Telefonzelle. In der Telefonzelle heilen wir uns ja, glaube ich, nicht, wenn ich das richtig gesehen habe. Probieren wir nochmal. Nein. Okay, Save-Punkt kann man sich also nicht heilen. Das ist okay. Ja, dann bringt mir noch eine neue Slide-Fähigkeit hier aber auch nichts. Time-Stop irgendwie, dass ich dann vielleicht weiter fliege oder so. Mist, Mist, Mist. Na gut, dann gehen wir erstmal zum Kohleautomat. Wir müssen ja eh den Weg zurück hier. Von daher, halb so wild. Was denn jetzt? Erstmal duschen. Ja, das geht ja nur so, okay. Ah. Nein, nicht sterben! Ich hasse Knockbacks. Puh, das war knapp. Aber wenn ich das jetzt richtig gerade beobachtet habe, dann füllt sie unsere Energie auch mit der Zeit auf. So ein bisschen zumindest. Oh, automatisches Recovery. So, mal gucken. Wir sind auch hier alle Gänge abgegangen. Jetzt muss ich wirklich komplett zurücklatschen. 1, 2, 3 nach rechts und dann nach oben und dann nach links. Aber da war eine Tür, da komme ich glaube ich nicht durch. Was ist das überhaupt für eine Anzeige da oben? Seht ihr, wo die ist? 1, 2, 3, 4, 5, J, S, K, A. Oh je. Was will es von mir? Der Teleporter können wir nicht benutzen, der bringt uns nichts. Mal wieder wild durch die Gegend schießen. Ja, ich weiß, ihr könnt den Timestop viel häufiger benutzen. Dafür ist er ja da. Yes. Ja, das ist schon cool. Das ist schon cool. Also muss ich schon sagen. Das ist echt nett. Ja, hier komme ich nicht durch. Das ist nicht so schön. Aber egal. Ich will nur noch wissen, was das ist. Wofür das gut ist. Ihr wisst schon, das Ding, was wir am Anfang gesehen haben, sah aus wie eine Karte oder so. Ja, ganz Edelsteine einsammeln, denn ich glaube, diese Edelsteine können wir früher oder später bei Nitori, ne? Benutzen. Ich will jetzt einfach mal vermuten. Na, hier kommen wir noch nicht hoch. Also zurück. Backtracking. Jedes gute Metroidvania muss Backtracking haben. Das gehört einfach dazu. Das gehört zum guten Ton sozusagen. Ha! Ausgesperrt! Blöd, Mann! Blöd, Mann! Ja, au! Au! Was fällt dir ein? Ja, schreibt's schon. Schadenfreude und so. Mhm. Alles gut. Ja, das war doch hier links, ne? Da bin ich mal gespannt, was da jetzt kommt. Stun Knife. Throw a stun knife with an electric shock. Ooh. Okay.
Muss ich das irgendwie extra auswählen? Rauf und runter. Stun Knife Cost. Ja, weiß ich nicht. Erstmal meine Messer wieder, ja? Und einmal zum Kohleautomat. Verstehe ich jetzt nicht. Habe ich das jetzt ausgewählt oder nicht? Also das sieht jetzt nicht gerade so aus, als würde es irgendwie anders funktionieren. Ich kann jetzt aber auch nach oben und unten drücken. Mit dem Gamepad, es passiert nichts. Oh. Gehen wir nochmal zu Nitori, vielleicht hat die was Neues im Angebot. Die redet gar nicht mit uns. Okay, schauen wir mal auf die Karte, wo geht's denn noch entlang? Lustigerweise geht's nirgendwo entlang. Nur noch den Eingang da rechts, wo wir nicht nach oben hoch können. Ach nee, doch, da unten gibt's noch einen Wang. Ein Wang. Wie gesagt, ich rede schon chinesisch oder koreanisch, ist mir egal. Kann bei euch. Hallo. So, komm du mir nochmal da hinten her. Ja, mit dem Timestop, diese Zeitmanipulation, das ist schon nicht schlecht. Oh, hier komme ich nicht hoch, das kannst du vergessen. Aber hier unten rechts, da muss noch ein Gang sein. Ah. Wo wir nicht entlang können, weil uns da irgendeine Zugangskarte oder so fehlt, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, wo geht's denn dann entlang? Ach, da drunten. Jetzt guck mal nach links, links, links. Und dann einen runter und nach rechts. Nee, nix Quit Game. Hallo. Weiter. Das ist jetzt hier, genau, einen runter und dann nach rechts. Das übersehen? Ja, anscheinend. Okay. Oh, Telefon. Das sieht mir nach einer Boss-Area aus, oder? Kann das sein? Autoplay für Red Grace. Es ist einfach zu Grayson. It's easy to grace when time is stopped, but you can only steal small amounts of MP or time. Ach so, beklaue ich die. Das ist ja nett. Hallo? Hä? Das ist Nitori? Wieso hast du den abgenommen? Hä? Worüber redest du? Ich bin die Einzige, die hier dieses Telefon installiert hat. Wirklich? Funktioniert die Uhr? Ja, sehr nützlich. Das freut mich zu hören. Ah, und übrigens, so nebenbei, mein Geschäft ist fertig. Also komm mal vorbei, wenn du Zeit hast. Was? Ich hab doch gesagt, ich habe vielleicht Sachen, die dir helfen könnten. So, also komm vorbei, wenn du Zeit hast. Ich hab dir doch die Sohre gegeben, oder? Ich hab doch gar kein Geld. Du hast doch Juwelen. Die kaufe ich von dir. Juwelen? Oh ja, die ich die ganze Zeit auf der Straße aufsammle. Genau, das sind wichtige Ressourcen. Und sehr wertvoll. Dann komme ich demnächst mal vorbei. Schön. Ich jetzt aber nicht den Weg zurück wieder zu ihr. Wenn wir erstmal eine zweite Warp-Zone finden. Zweite Warp-Zone finden. Ich meine, hier könnte man natürlich auch gut leveln, ne? An solchen Punkten. Oh, Geheimgang. Wo ich nicht reinkomme. Lass mich in den Geheimgang. Los. In dem Geheimgang, wo nichts drin ist.
Auto-Aim. Werf ein Messer, das automatisch auf den Gegner zielt. MP kostet 30. Ja, wie kann ich das denn umstellen? Nun, so sagt mir, wie kann ich dies umstellen? Seid ihr Menü? Naja, kann ich nur da von links nach rechts, von rechts nach links. Ja, mal auf Back bitte. Schultertasten funktioniert das auch nicht. Ah, okay. Das ist der zweite Angriff. Dann muss man natürlich einfach nur auf B drücken. Aber wie ändere ich das? Auf dieses Auto-Aim. Ja. Okay. Macht halt noch ein bisschen mehr Theater, ne? Dieser Angriff. Und kostet halt dementsprechend auch mehr. Ich würde trotzdem gerne wissen, wie ich auf diesen... das andere auswähle. Oh, noch ein Item. Ein Schlüssel. Ja, jetzt können wir die roten Türen öffnen. Ich gehe mal ganz kurz ins Menü rein. Hier in dieses, in diese Einstellung. Skill Change. Up, Down mit W und Q. Ha. Einmal so. Und einmal so. Dann müsste das ja funktionieren. Ja, sehr schön. Auto-Aim. Jo, mal gucken, was das bringt. Das nennst du Auto-Aim? Das nenne ich einfach wild in die Gegend rumschießen. Nein! Oh, oh. Oh, oh. Nein, bleib doch nicht einfach da stehen. Das war ich nicht, das war die Steuerung. Ja, okay, sucht sich schon die Gegner. Schießt dann allerdings auch mehr Schüsse als eigentlich benötigt. Verdammte Katze. Ja, Auto-Aim. Okay, Hauptsache wir haben neue Fähigkeiten. Das ist doch schön. No MP. Ja, das kostet 30, genau. Also dann kann ich jetzt nicht warten. Tut mir leid. Noch mehr Tutorials. Ja, das habe ich jetzt auch schon herausgefunden. Einfach gedrückt halten, B. Das funktioniert. Ist das wahr? Ah, okay, so funktioniert das. Gedrückt halten und dann kann man das auswählen. Cool. Hello, wie geht's dir? Nitori. Worum geht's denn diesmal? Ich habe vergessen, das zu erzählen, aber... ich habe einen Getränkautomaten installiert. Hast du hier schon bemerkt? Ja, gesponsert bei Coca-Cola. Getränkautomat? Genau. Eine Maschine hat sie verbessert, die durch irgendein Paralleluniversum hier reingekommen ist. Ja, so kann man sich das natürlich auch ausdenken. Meinetwegen, muss mal kurz einen Schluck trinken. Wo wir gerade von Getränkautomaten reden. Okay, String for Magic. Ja, werde ich. Alles klar. Genau. Das ist sehr schön. Ah, okay. Okay. Bossfight. Bossfight? Bossfight? Sagst du gar nichts mehr zu. Okay. Halt, wer bist du? Mai Ling. Ich werde dich nicht weitergehen lassen. Was tust du denn, Mai Ling? Es tut mir leid. Aber das sind die Befehle von Lady Remilia. Ah, okay. Also bist du echt. Falls du vorbei willst, musst du mich erst besiegen. Normalerweise hätte ich ja keine Probleme mit dir. Aber diesmal
sieht das vielleicht ein bisschen anders aus in meiner aktuellen Situation. Lady Remedia hat gesagt, ich soll es nicht so leicht mit dir angehen lassen. Also mach dich bereit. Ja, ganz toll. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Naja, da ist natürlich alles Mögliche im Weg. Okay. Ich hasse Bosskämpfe. Ja, jetzt aber nicht wieder komplette Laberei, oder? Nee, okay. Ja, sicher. Oh, komm schon. Tohu, Luna Knights, liebe Zuschauer, jetzt erhältlich auf Steam. Verdammt war das knapp. Egal, muss man halt ein bisschen trainieren. Zu einfach wäre ja auch nicht schön. Alle relevanten Links unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bye bye.